Die Idee ist eigentlich durch eine Freundschaft entstanden. Der Theo Krötzinger arbeitet für snowstars.net, die dieses Event eigentlich schon seit vielen Jahren machen. Und ich habe schon immer gesagt, wenn ich jetzt ein neues Männermagazin mache, passt natürlich ein Model-Contest sehr gut auch ins Konzept. Da steige ich mit ein und wir machen einfach einen Gemeinschaftskontest daraus und nennen das Ganze halt Snowstars und JFM sucht das Snowmodel 2011. Hinter mir ist ein großer Laufsteg aus Schnee aufgeschichtet worden. Da gibt es jetzt einige Durchgänge, wo die Mädels sich ein bisschen präsentieren können und wir mal schauen können, was sie so drauf haben. Die Gewinnerin bekommt zum einen natürlich bei uns in der JFM ein Covershooting. Das ist der Hauptpreis. Es gibt noch zudem einen Modelvertrag mit einer Modelagentur von Media Model. Ist es eine wahnsinnige Chance für die Mädels, hier auf dieses Cover von JFM zu kommen. Und wir haben aber schon zwei, drei gesehen, die wirklich auf dem Titel sehr gut ausschauen würden. Es ist so, ich plane das schon seit über 2 Jahren, ein Lifestyle-Magazin für den Mann zu bringen. Wir haben einige sehr gute in Deutschland. Was mir jedoch immer gefehlt hat in diesen Heften, ist der Sportbereich. Und deswegen kann man eigentlich in einem Satz das Heft so ein bisschen so als das sportliche Lifestyle-Magazin für den Mann beschreiben. Ich finde das wirklich sensationell. Ich versuche jetzt auch selbst was die Kroatien auf die Beine zu stellen. Das heißt, man muss sich wirklich was trauen. Das ist 24 Stunden Arbeit, aber ich finde es einfach total schön, wenn es Unternehmer gibt, die in Deutschland einfach sich was wagen, sich was trauen. Also es ist den Mut und die Kraft und den Ehrgeiz und die Ausdauer muss man erstmal haben. Also ich finde es fantastisch. Also wir sind ja grundsätzlich immer auf der Suche nach neuen Gesichtern. Ich finde die Augen persönlich immer sehr wichtig. Der Titel steht im Regal und die Augen fressen einen auf. Also das ist das, worauf ich sehr achte. Ich bin super zufrieden. Also ich kann es jetzt sagen, mein Favorit hat gewonnen. Wir haben ein Mädel gefunden, was frisch ist, was anders ist, mit dem man sehr viel machen kann, was sehr verwandlungsfähig ist, mit dem der Fotograf sehr zufrieden ist mit der Wahl des Mädchens. Und insofern sind wir, glaube ich, alle sehr zufrieden und ich sowieso, also weil mein Favorit hat gewonnen. Ne? Ich finde, sie hat so eine ganz frische Art. Sie hat so eine, naja, dieses Alice im Wunderland, wie gerade so schön schon von der Jury auch gesagt wurde, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich freue mich so dermaßen, dass ich es wirklich geschafft habe. Mein erster Schritt zu meinem Traum und ich habe es geschafft. Und jetzt stehe ich sogar auf dem Titel. Das ist so. Und nachher gibt es natürlich noch unsere große Aftershow-Party, die wir hier im Pascha in Ischgl feiern. Wir sind zufrieden, die Party tobt, die Leute haben Spaß und es wird noch einiges kommen. Wir planen noch die ein oder andere schöne Veranstaltung, unter anderem ein Charity-Event in naher Zukunft. Lasst euch einfach überraschen. Danke.